Hey, ich bin Henne und ihr seid hier bei Hentech. In diesem Video testen wir nicht nur einen starken, vollgefederten E-Scooter, sondern haben vielleicht sogar endlich die eierlegende Wollmilchsau unter den E-Scootern gefunden. Willkommen zum Test des Fritz von Trittbrett Original. Er kommt mit einem geschmeidigen Fahrwerk, einem starken Hinterradmotor und einem großen Akku. Ob in der Stadt auf Asphalt oder abseits der befestigten Wege, Fritz soll da weitermachen, wo andere E-Scooter aufgeben. Und das zu Preisen von knapp über 1000 Euro. Trittbrett wollte mit dem Fritz nicht weniger als einen echten Alleskönner entwickeln. Ob das gelungen ist, das finden wir jetzt gemeinsam heraus, werfen einen Blick auf Ausstattung und Verarbeitung, machen unsere ausführliche Probefahrt und zum Schluss wie immer ein kurzes Fazit mit unseren Pros und Cons. Kommt mit! Und damit nochmal ganz herzlich willkommen hier bei Hentech. Ja, wenn ihr euch wie wir für smarte E-Mobilität, coole E-Bikes und E-Scooter interessiert, dann lasst doch jetzt ein kostenloses Kanalabo da, denn dann werdet ihr bei neuen Videos automatisch benachrichtigt. Viele von euch suchen einen E-Scooter, der Komfort bietet, viel Kraft und Reichweite bringt und nicht gleich über 2000 Euro kostet. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Features, die Fritz zu einem echten Alleskönner machen sollen. Das erste und sehr wichtige Feature, auf das wir heute blicken wollen, das ist der Akku. Er kommt standardmäßig mit 13,5 Amperestunden oder wahlweise 18 Amperestunden, wofür 200 Euro Aufpreis fällig werden. Er sitzt gut eingepackt im Aluminiumrahmen und auch die Ladebuchse ist mit einer Klappe vor Spritzwasser geschützt. Wir laden mit 3 Ampere und landen so bei einer Ladezeit von ca. 330 Minuten. Das geht gerade noch so klar, ein optionaler Schnelllader wäre dennoch eine sinnvolle Sache. Wie wir alle wissen, sind die Reichweitenangaben der Hersteller häufig mit Vorsicht zu genießen. Trittbrett gibt hier für den kleinen Akku eine Reichweite von bis zu 60 Kilometern und für den großen Akku bis zu 80 Kilometer an. Ein Blick auf den heutigen Verbrauch, der stimmt mich relativ optimistisch und lässt Hoffnung, dass wir diese Reichweiten tatsächlich auch in der Praxis sehen werden. Die tatsächlich zu erzielende Reichweite hängt wie immer von vielen Faktoren ab, unter anderem eurem Körpergewicht, der Temperatur und dem Streckenprofil. Im Fritz arbeitet, im Gegensatz zu den anderen Modellen von Trittbrett, kein Bosch-Motor. Ja, das hat mich im ersten Moment natürlich verwundert und warum das so ist, das beantwortet Yassin im oben verlinkten Video. Und ob diese Entscheidung mit Abstrichen bei der Leistungsfähigkeit verbunden ist, das finden wir dann gleich zusammen im Praxisteil mit euch heraus. Verbaut wurde ein Hinterradmotor aus dem Hause Xiaomi 9Watt, 500 Watt Dauerleistung bis zu 1200 Watt in der Spitze, angesteuert durch einen bewährten Hobbywing-Controller. Die Leistungsdaten des neuen Motors sind auf dem Papier auf jeden Fall schon mal ganz vielversprechend, aber umso mehr freue ich mich auf unseren Härtetest in den Hannoverschen Alpen mit Steigungen von über 25%. Und natürlich müssen wir jetzt über das Fahrwerk sprechen. Fritz kommt mit 3 Federelementen. Und die setzt er auch ganz gut in Szene. 2 davon finden sich hier prägnant rot in der Hinterradschwinge und das dritte Federelement, das finden wir über dem Vorderrad. Und hier bei unserer ersten Trockenübung mit 85 Kilo Belastung, ja, die federn wirklich sehr angenehm ein, schön soft und die Stoßdämpfer sollen auch für schwerere Fahrerinnen und Fahrer noch über ausreichend Reserven verfügen. Der Einstiegspreis für den vollgefederten Fritz liegt übrigens bei 1099 Euro. Wenn man jetzt überlegt, was andere Hersteller für einen Offroad-Scooter aufrufen, ist das aus meiner Sicht ein durchaus fairer Einstieg. Unverhältnismäßig teurer wird es dann aus meiner Sicht tatsächlich erst durch die Kellermann-Blinker. Die sind optional und schlagen mit sage und schreibe 250 Euro zu Buche. Doch was bekommt man dafür? Zum einen sind das die hellen, rundum leuchtenden Blinker an beiden Lenkerenden und zum anderen diese kleinen, unauffälligen, runden Blinker am Hinterrad. Werden diese aktiviert, ja dann zeigt Kellermann wieder, wofür man hier eigentlich das Geld verlangt, denn die LEDs sind wirklich sehr, sehr hell und das Design wirklich gut. Die Blinker machen einen robusten Eindruck, sind jedoch nicht beweglich gelagert, passt also beim Verstauen des E-Scooters auf, dass ihr nicht irgendwo hängen bleibt. Für welche Variante würde ich mich entscheiden? Ganz klar immer für die mit Blinker. Für mich ist der Blinker am E-Scooter nicht mehr wegzudenken, auch wenn der Aufpreis saftig ist. Das einarmige Fahren, Rausstrecken des Arms, des Fußes, das ist im Grunde alles kein Spaß. Ja, und der Aufpreis, der ist mir einfach die Sicherheit und auch den Komfort an dieser Stelle wert. Kommen wir nun zum Thema Design und Verarbeitung. Die dominierenden Farben sind das von Trittbrett bekannte Silbergrau, eine schwarze Fußmatte und die roten Highlights der Federung. Ansonsten sind der Lenker und auch das Cockpit trotz zahlreicher Bedienelemente sehr clean und aufgeräumt.
Die Kabel verschwinden im Lenkerrohr und verlaufen auch ansonsten vollständig verdeckt im Rahmen. Die Lenkerrohre sind übrigens nicht rund, was die Montage einer Handyhalterung erschweren kann. Eine Handyhalterung, die auch an diesen Lenker passt, die verlinke ich euch übrigens zusammen mit anderem Zubehör in der Videobeschreibung. Der Informationsgehalt des mittig im Lenker befindlichen Displays ist als ausreichend zu bezeichnen. Akkustand in 5 Punkten, Geschwindigkeit, Tripkilometer, Gesamtkilometer, gewählte Fahrstufe, Status der Beleuchtung und, das ist gut, auch der Indikator für die Blinkrichtung. Bedient wird das Ganze über Tasten am Gas- bzw. Bremsgriff. Ja, und alternativ steht natürlich auch eine App zur Verfügung, die darüber hinaus noch weitere Einstellungsmöglichkeiten bietet. Insgesamt gefällt mir das cleane, unaufgeregte Design des Fritz richtig gut, aber wie heißt es doch immer, Design und Geschmack, darüber lässt sich bekanntlich gut streiten. Lassen wir unsere Blicke jetzt hier nochmal über diese Schweißnähte schweifen und damit zum Thema Verarbeitungsqualität kommen. Der Rahmen wirkt robust und auch solide verarbeitet und so wundert es nicht, dass die Zuladung bei 140 Kilo liegt. Auch andere typische Sollbruchstellen wie etwa die Schutzbleche machen hier einen massiven und wertigen Eindruck. Lediglich der Seitenständer wirkt dagegen ein wenig schwachbrüstig. Die Schrauben im Unterboden sind versenkt und sind auch zusätzlich mit Schraubensicherungskleber ausgestattet. Alle Kabeldurchführungen sind ab Werk sehr gut mit Silikon abgedichtet und das Fahrzeug nach IP65 zertifiziert. Was das bedeutet, das erkläre ich im oben verlinkten Video und ihr seht es jetzt auch hier im Bild, denn diesen E-Scooter könnt ihr auch bei starkem Regen jederzeit sicher betreiben. Auch wenn mir die Verarbeitung hier am Fritz wirklich hervorragend gefallen hat, muss ich an dieser Stelle dann doch einmal kurz meckern. Der erste Punkt, der betrifft die Verpackung. Da ist immer noch sehr, sehr viel Styropor im Spiel und das ist, denke ich, heutzutage ökologisch durchaus besser umsetzbar, versaut euch auch die Bude. Ich denke, das geht einfach besser. Versauen führt uns dann auch zum nächsten Punkt. Das seht ihr hier. Die Schutzbleche verhindern leider nicht das Eindrecken der Federelemente. Wir selbst auf dem Trittbrett sind weitestgehend sauber und trocken geblieben und das ist ja der entscheidende Punkt. Und dennoch würden wir uns für zukünftige Generationen optimierte Schutzbleche wünschen. Und bis dahin gilt, verringert die Geschwindigkeit oder fahrt mal durch eine Pfütze, denn dank des hohen Wasserschutzes könnt ihr diesen E-Scooter danach ganz einfach mit einem Schlauch Wasser wieder reinigen. Und bevor es jetzt gleich auf die Teststrecke geht, findet ihr in dieser Übersicht nochmal alle relevanten technischen Daten zum Fritz von Trittbrett Original. Bezugsquellen, Rabattcodes und das passende Zubehör wie immer in der Videobeschreibung. Willkommen auf der Straße, willkommen zum Praxistest. Hier muss sich der Fritz in verschiedenen Kategorien behaupten. Wir checken das Fahrverhalten, die Performance, die Fahrsicherheit und auch die Transportabilität. Fritz liegt wie ein Schiff auf der Straße und dennoch ist er sportlich und agil zu fahren, wendig und das verdankt er nicht zuletzt auch der Tatsache, dass er trotz seines vollwertigen Fahrwerks noch deutlich unter 30 Kilo wiegt und so durchaus wendig bleibt und auch in seinen Dimensionen ein kompakterer Vertreter dieser E-Scooter-Klasse ist. Ja, das Cruisen hier mit dem Fritz, das macht richtig Spaß, aber die direkte Lenkung, das Fahrverhalten eines gefederten E-Scooters, das erfordert ein wenig Eingewöhnung, insbesondere dann, wenn ihr zum Blinken euren Arm benutzen müsst. Kleineren Personen unter 1,65 empfehle ich zudem aufgrund der Abmessung eine Probefahrt. Das Trittbrett ist an der breitesten Stelle 18,5 cm breit und 52 cm lang. Und damit sind wir bei der Paradedisziplin dieses E-Scooters, dem Bereich Fahrkomfort. Fangen wir aber erstmal ganz entspannt an und werfen einen Blick auf die Bereifung. Diese misst 10 x 2,7 Zoll und kommt vom Hersteller CST. Aus meiner Sicht hat man bei der Bereifung einen guten Kompromiss aus Fahrkomfort und Pannensicherheit gewählt, denn die schlauchlosen Reifen verfügen im Inneren über eine Gelschicht, die kleinere Beschädigungen automatisch wieder verschließt, sodass ihr hier lange Zeit pannensicher unterwegs sein solltet. Seine wirklichen Stärken, die spielt er jedoch abseits der gut geteerten Straßen dank seines Fahrwerks aus. Ich würde sagen, diese Bilder lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ein butterweiches Fahrwerk, 10 Zoll Bereifung, hohe Bodenfreiheit.
Bordsteine, Waldwege, ja, wer Komfort sucht, der wird hier ganz klar fündig. Performance, klar, da dreht sich alles um den Motor, die Controlleransteuerung, um Geschwindigkeit, Beschleunigung und nicht zuletzt die Steigfähigkeit. Los geht's mit der Beschleunigung. Die Beschleunigung des Fritz, die würde ich auch im Turbo-Modus noch als durchaus moderat bezeichnen. Spritzig, aber nicht überfordernd, ideal für die meisten Fahrerinnen und Fahrer. Aber auch nicht ganz so dynamisch wie etwa beim Paul oder auch bei anderen Herstellern. Das muss man fairerweise sagen, tut dem Spaß aber keinen Abbruch und vielleicht lässt sich die Anfahrdynamik künftig auch per Software-Update noch ein wenig tweaken. Ja, und schon jetzt lässt sich per Software ein Zero-Start, also das Anfahren ohne anzukicken, einstellen. In Sachen Geschwindigkeit, da macht der Fritz alles richtig. Wir nehmen gesetzliche Toleranz mit, erreichen im Schnitt zwischen 21,5 und 22 km/h. Ein richtig guter Wert. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie der Xiaomi Ninebot-Motor, der übrigens sehr leise arbeitet, bei Steigungen performt. Und deshalb geht's zur ersten Station ins Parkhaus. Wir starten unten an der 15% Rampe, 85 Kilo und landen bei guten 11 km/h. Das Anfahren an der Rampe vielleicht auch nicht ganz so dynamisch, aber leistungstechnisch gar kein Problem. Übrigens, beim Bergabfahren und Bremsen, da wird Energie zurückgewonnen, was euch im Display über einen entsprechenden Balken symbolisiert wird. Beim anschließenden Härtetest in den Hannoverschen Alpen, da brachten wir nicht nur den Motor an seine Grenzen, sondern auch die ab Werk verbaute Straßenbereifung. Und so mussten wir aufgrund von Matsch den unteren Teil der Alpenüberquerung leider auslassen, aber der obere Teil steht dem unteren in Sachen Steigung in nichts nach und das Ergebnis, regelmäßige Zuschauer haben es vielleicht schon gemerkt, ich stehe auf dem E-Scooter, das haut mich echt aus den Socken. Eigentlich testen wir die Alpen mit 75 Kilo, aber der Fritz, der hat mich hier mit 5 bis 7 km/h ganz wacker bis zur Spitze gedrückt. Ich bin immer noch völlig geflasht. Die Hannoverschen Alpen, die haben mich bislang tatsächlich, wenn ich mich da recht erinnere, nur 2 andere E-Scooter bisher hochbekommen. Und der neue Motor muss sich da aus meiner Sicht in keiner Weise vom Paul, vom Bosch-Motor verstecken. Der macht hier wirklich einen super Job. Wir arbeiten uns weiter fleißig Richtung Fazit und werfen jetzt einen kurzen Blick auf die Sicherheitseinrichtung des Fritz. Er kommt natürlich mit einer Glocke, einem 20 Lux hellen, verstellbaren und integrierten Frontscheinwerfer, einem Rücklicht mit Bremslichtfunktion und den bereits bekannten optionalen Blinkern. Beleuchtung und Blinker, die machen in der Praxis einen guten Job, sind auch bei Tageslicht noch gut sichtbar, da gibt es nichts zu meckern. Ich jedoch musste mich an eine Sache im Alltag ein wenig gewöhnen und das ist die Tatsache, dass ihr zum Rechtsabbiegen mit dem Daumen einmal kurz vorm Gas geben müsst, umgreifen, den Blinker betätigen, ja, und dann schnell wieder aufs Gas. Das ist eine Sache, da muss man tatsächlich sich dran gewöhnen. Das erfordert ein wenig Übung, geht dann aber auch relativ zügig von der Hand. Bei den Bremsen, da bringt der Fritz einen regelrechten Overkill mit. 2 mechanische Bremshebel wirken jeweils auf eine wartungsfreundliche Trommelbremse im Vorder- und Hinterrad. Im letzteren wirkt auch die elektromagnetische Bremse, die über einen zusätzlichen Griff am Lenker aktiviert werden kann. Der Bremsweg bei einer Gefahrenbremsung, also der Nutzung aller 3 Bremssysteme, liegt in unserem Test bei 3,78 Meter. Abgebremst wurde aus einer Geschwindigkeit von 22 km/h. Der E-Scooter behält beim Bremsen die Spur, die Räder blockieren nicht. Ein sehr sicherer Bremsvorgang, der sich durch das Einstellen der Bremsen aber noch optimieren lässt. Die elektromagnetische Bremse arbeitet sehr soft, der Bremsweg bei entspannten 6,59 Meter. Ein klein wenig Bremsen-Overkill, das haben wir hier natürlich, aber gerade der neue separate Bremsgriff für die elektromagnetische Bremse, der ist im Alltag Gold wert. Da könnt ihr wunderbar entspannt auf rote Ampeln zurollen und gewinnt dabei Energie zurück. Das Thema Sicherheit, das kann man im Grunde ja gar nicht hoch genug hängen. Und schön ist zu sehen, dass Fritz hier ordentlich abliefert. Doch gilt das auch für die Transportabilität? Denn schließlich haben wir es hier ja mit einem 26 Kilo schweren Klopper zu tun. Der Klappmechanismus mit 2 Rastpunkten, der ist soweit bekannt und funktioniert gut. Der Rest hingegen, ja, der ist nicht ganz so gut gelöst. Ihr müsst hinten diesen Haken einhängen, könnt dann den E-Scooter, wenn ihr es könnt, anheben, herumtragen. Aber sobald ihr ihn wieder abstellt, klingt der Haken aus und ihr müsst für den nächsten Transport das Ganze wieder von Hand einfummeln. Das ist vielleicht auch noch zu verschmerzen, denn mit seinen 26 Kilo wollt ihr diesen E-Scooter ohnehin so selten wie möglich zusammengeklappt herumtragen. Er ist definitiv kein E-Scooter für Öffis, kein E-Scooter für die letzte Meile, denn auf ihm wollt ihr die komplette Strecke voll
ausfahren. Bedenkt bitte auch, dass sich der relativ breite Lenker nicht zusammenklappen lässt. Zum Abstellen kann der Lenker allerdings auch einfach hier abgelegt werden, sodass er zumindest sicher steht. Dieser Teil des E-Scooters kann auch als Tragegriff oder zum Anbringen eines Schlosses verwendet werden. Und damit sind wir auch schon bei unserem kurzen Fazit zum Trittbrett Fritz angelangt. Ein E-Scooter, der auffällig vieles richtig macht und sich nur wenige Schwächen leistet. Zum einen wären da die nicht ganz optimalen Schutzbleche, die ein Eindrecken der Federvorrichtung nicht zuverlässig verhindern. Ich bin mir aber relativ sicher, dass wir hier schon bald Bastellösungen, zum Beispiel aus dem 3D-Drucker, sehen werden. In Sachen Transportabilität, da konnte der Fritz nicht punkten, ist aber bezogen auf sein Gewicht und seine Maße seinen Mitbewerbern durchaus noch überlegen. Die Blinker sind zwar gut, aber alles andere als günstig und das können andere Hersteller bereits besser. Wer sparen will, lässt diese einfach weg. Unsere Cons, Verbesserungsvorschläge, das sind im Wesentlichen alles Kleinigkeiten, denen aber ganz viele positive Aspekte des Fritz gegenüberstehen. Angefangen die gute Verarbeitung und dann natürlich das vollständige Fahrwerk. Damit bügelt ihr einfach so über jede Unebenheit hinweg. Das macht Spaß und sorgt vor allem für einen Fahrkomfort, wie man ihn sonst in einem E-Scooter eher nicht erwartet. Und zu guter Letzt der besonders bergstarke Motor, der mich heute im Test am meisten überrascht hat. Er mag zwar in der Ebene nicht der spritzigste sein, zieht aber am Ende durch und liefert fast wie ein Getriebemotor. Fritz hat uns heute in diesem Test wirklich überzeugt. Eine klare Kaufempfehlung für alle, die ein komfortables Fahrzeug mit ordentlich Leistung zu einem fairen Preis suchen. Ganz sicherlich ist auch der Fritz nicht der eine perfekte E-Scooter, aber er verdient sich einen Platz unter den stärksten E-Scootern Deutschlands. Schaut für Alternativen auch das oben verlinkte Video. Mit dem Fritz erweitert ihr den Aktionsbereich eures E-Scooters über die gut asphaltierte Straße hinaus, ins Gelände, auf die Schotterpiste und seid dennoch komfortabel und entspannt unterwegs. Im Bereich dieser Crossover-Hybrid-E-Scooter, also E-Scootern für die Straße und auch fürs leichte Gelände, setzt aus meiner Sicht der Fritz aktuell den Maßstab. Wie hat euch eigentlich der Fritz gefallen? Schreibt es doch jetzt gerne mal in die Kommentare. Dieses Video ist jetzt zu Ende. Damit ihr aber das nächste Video nicht verpasst, freue ich mich wie immer recht herzlich über euer Abo. Lasst einen Daumen nach oben da und ansonsten trinken wir jetzt erstmal einen Fritz-Spritz auf Fritz. In diesem Sinne, Prost! Ihr wollt euren neuen E-Scooter versichern? Dann habe ich hier das passende Video für euch. Ja, und ansonsten noch ganz, ganz viele andere E-Scooter-Tests. Viel Spaß!